Das erste Kriterium besteht darin, dass der Sattel hier oben drei Finger über dem Widerriss liegen muss. Das hat seinen Grund darin, dass der Sattel bei Belastung, bei Sprung oder bei starken Vorwärtsbewegungen wie Galopp nicht mit den Dornfortsätzen der Wirbelsäule in Kontakt kommen darf. Das zweite Kriterium, ich muss beim belasteten Sattel, wenn also der Reiter da drauf sitzt, hier vorne mit der Hand unter dem Kissen noch leicht hindurch fühlen können. Der Kontakt am oberen Rand des Kissens ist etwas geringer als am unteren Bereich des Ortschuhendes. Das ist etwa hier, hier endet der Baum. Also hier hat der Sattel leicht mehr Kontakt als hier oben. Der nächste Punkt besteht darin, dass der Schwerpunkt des Sattels in der Mitte liegt. Das sieht man hier, der Sattel liegt im Gleichgewicht. Der tiefste Punkt ist in der Mitte. Der darf nicht zu weit vorne liegen, sonst drückt er nämlich genau auf den Trapezmuskel. Zu weit hinten würde er den Sattel aus der Balance bringen. Und korrekt gesattelt, hier vorne ist das Schulterblatt, hier ein Vielseitigkeitssattel. Knapp hinter dem Schulterblatt, dann ist hier auch entsprechend der Abstand vom Schulterblattknorpel zum Sattel mit 6 cm. 3 Finger breit gegeben.